Ich wurde gefragt, ob ich Interesse daran hätte, den illegalen Teil der Katakomben zu erkunden. Und ich muss sagen, nachdem ich den Horrorfilm zu den Katakomben gesehen habe und viele andere beunruhigende Geschichten gehört habe, war mir gar nicht wohl dabei. Was ist, wenn wir uns verlaufen? Sich jemand verletzt? Uns das Licht ausgeht? Oder wir tatsächlich auf Menschen treffen, die uns etwas Böses wollen? Diese Fragen beschäftigten mich über Wochen. Aber die Lust nach dem Abenteuer in mir war stärker. Und so machten wir uns auf den Weg nach Paris, um im Schutz der Dunkelheit nach dem Eingang zu suchen. Nach dem Eingang in die Unterwelt, wo über 6 Millionen Tote liegen, 35 Meter tief, bei 13 Grad, in totaler Dunkelheit.